Guben, eine Stadt in der ehemaligen DDR, direkt an der polnischen Grenze. Hier wächst der heute 37-jährige Mike auf. Zeit seines Lebens vermisst er einen Elternteil schmerzlich. Ich suche meinen leiblichen Vater, den ich noch nie gesehen habe, nur als Baby auf seinem Arm war, aber keine Erinnerung. Ja, und der aus Kuba kommt. Zwischen Kuba und der DDR bestand in den 70er Jahren ein Abkommen über den Austausch von Arbeitskräften. So kam Mikes Vater Angel Lazaro 1978 als Gastarbeiter ins Chemiefaserwerk Guben. Sein Arbeitsvisum war zu diesem Zeitpunkt auf 4 Jahre ausgestellt. Meine Mutter hat im Chemiefaserwerk gearbeitet und mein Vater in der Schlosserabteilung. Und ja, hier haben sie sich kennengelernt und lieben gelernt. Zwischen Angel Lazaro und Cornelia entwickelt sich eine glückliche Beziehung. Einige Zeit später krönen sie ihre Liebe mit der Geburt ihres Sohnes Mike. Hier bin ich 1980, am 20.10. geboren. Als erster dunkelhäutiger Junge in der Willem-Pieck-Stadt Guben. Mit mir noch ein dunkelhäutiges Mädchen. Ich denke, da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Und ich denke, somit haben wir auch begonnen, hier ein bisschen Farbe in die Stadt zu bringen mit uns. 2 Jahre lang wächst Mike behütet mit seiner Mutter auf. Sein Vater besucht ihn so oft es geht, doch dann der Schock. Mikes Vater wird zurück in seine Heimat geschickt. Nun wächst Mike ohne seinen leiblichen Vater auf. Nicht einmal ein Foto hat er heute mehr von ihm. Dass er eine andere Hautfarbe hat als die meisten anderen Kinder, war für Mike bis zu seinem 9. Lebensjahr kein Problem. Doch nach der Wende sieht er sich zunehmend rassistisch motivierten Übergriffen ausgesetzt. Nicht nur mit demütigenden Worten, sondern auch mit körperlicher Gewalt. Das ging so weit, dass ich halt Müll wegbringen wollte beispielsweise. Und die Mülltonnen waren so mit so einem Zaun umschlossen, wo man ausschließen konnte. Und als ich da drin war, kamen halt welche mit dem Moped angefahren, haben mich gesehen, haben mich da eingesperrt, haben ihre Kumpels zusammengerufen. Und dann musste ich halt an den Zaun springen mit Affengeräuschen, musste denen ihre Stiefel lecken, haben sie mich halt beschimpft und geschlagen. Und dann haben sie mich ins Krankenhaus befördert. Ja. 2001 zieht Mike in die Nähe von Berlin. Dort lebt er heute glücklich mit seiner Freundin Katinka zusammen. Zu Mikes ganz großem Glück fehlt ihm jetzt nur noch sein Vater Angel Lazaro. Mein Herzenswunsch ist zu wissen, dass er lebt und dass es ihm gut geht. Er muss mir nichts erklären, er muss sich keine Vorwürfe machen. Vielleicht verstehen wir uns ja sogar gut. Würde ich mir wünschen. Am Fuße des Fernsehturms, unweit des Alexanderplatzes, habe ich mich mit Mike verabredet. Ich möchte ihm dabei helfen, seinen Vater, den er so sehr vermisst, zu finden. Hallo Mike. Hi. Hi, es freut mich sehr. Ich freue mich auch. Ja? Oh, bist aufgeregt, ja, ne? Ganz kalte Hände. Okay, dann lass uns gleich mal losgehen. Ne? Okay. Hast du schon lange gewartet? Nee, gar nicht. Nee? Okay, alles dann super. Gehen wir los. Mike, du hast mich um Hilfe gebeten, weil du nach deinem Papa suchst. Der war als Gastarbeiter in der DDR und musste ja zurück nach Kuba, als du 2 Jahre alt warst. Ne? Richtig, ja. Ich habe ihn leider halt nie kennengelernt, weil ich halt noch so jung war. Ne? Und hatte früher nur Bilder, die ja mittlerweile leider dann zerflettert und kaputt sind, die ich auch leider nicht mehr habe. Fand er die wichtig? Sehr wichtig, sehr wichtig. Das war für mich so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Er war irgendwie doch da. So, und ich habe es mir gerne angeschaut. Ich war bloß leider so unerfahren, dass ich nicht wusste, dass Fotos auch kaputt gehen. Ne? Und ich habe die halt dann dauerhaft jahrelang in meiner Tasche rumgetragen. Und irgendwann waren sie halt kaputt, zerflettert. Ja, damit hat sich das erledigt gehabt. Wie wichtig ist dir das, deinen Papa zu finden? Natürlich stelle ich mir die Situation 1000-mal vor, habe sie mir schon 1000-mal vorgestellt, wenn er vor mir stehen würde. Wie schaut er mich an, wenn er mich das erste Mal sieht? Wie hört sich seine Stimme an? Lebt er noch? Das ist meine größte Angst und das wäre auch schlimm, wenn nicht. Also das Schlimmste wäre für mich, wenn man ihn finden würde und das würde heißen, er wäre beispielsweise vorher gestorben. Und ansonsten, denke ich, kann ich mit allem leben.
ich bin noch nicht auf der Suche nach ihm, um ihm zu sagen, hey, hier, sei jetzt mein Vater oder was weiß ich. Und wer will nicht wissen, von welchem Blut man stammt? Also wer das nicht wissen will, weiß nicht. Der hat irgendwas Schlechtes erlebt, denke ich. Wenn er dir so gegenübertreten würde, dich in den Arm nehmen würde und einfach nur glücklich wäre, dass er dich endlich wieder hat, wie wäre das für dich? Wie wäre das, ne? Fantastisch. Ja. Ja, ich würde mir wünschen, dass er lächelt und dass wir uns in den Arm nehmen. Fertig. Er muss gar nichts groß sagen. So. Und dann wäre für mich das erstmal spitze. Ja. Mike, ich wusste ja schon länger davon, dass es dein Herzenswunsch ist. Und du bist heute hier, weil ich bereits nach deinem Papa gesucht habe. Geht's? Ja, super. Dazu würde ich dir gern was zeigen, wenn du dazu bereit bist. Mach ich. Die Suche beginnt. Ich reise ganz weit nach Osten in die brandenburgische Niederlausitz. Hierher kam Mikes Vater 1978 als kubanischer Gastarbeiter. Für meine Suche nach Mikes Vater habe ich lediglich seinen Namen und die Information, dass er irgendwann zurück in seine Heimat gegangen sein soll. Wohin genau, weiß ich leider nicht. Um eine konkrete Anfrage bei den kubanischen Behörden zu stellen, fehlt mir auch sein Geburtsdatum. Und deswegen werde ich jetzt erstmal dort recherchieren, wo alles begann, in Guben. Guben liegt im Landkreis Spree-Neiße, direkt an der polnischen Grenze. Die Stadt hat etwa 17.000 Einwohner und beherbergte zu DDR-Zeiten eine der größten Chemiewerke des Landes mit bis zu 8.000 Angestellten. Einer davon war Mikes Vater. Ich habe eine Verabredung im Rathaus von Guben. Der zweite Bürgermeister hatte mir telefonisch Hilfe angeboten. Hallo. Ja, guten Tag. Ich weiß nicht, bin ich hier richtig? Ich suche den Herrn Maro. Ja, da sind Sie hier genau richtig. Ja? Ganz kleinen Moment. Dankeschön. Herr Maro. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr, dass das klappt. Klar. Darf ich Ihnen ein bisschen erklären, um was es überhaupt geht? Das ist nett. Ja? Nehmen Sie doch Platz, okay, bitte schön. Danke. Wie können wir Ihnen helfen? Also, es geht um Folgendes. Ich bin auf der Suche nach einem vermissten Vater. Das ist ein Kubaner, der hier mal als Chemiearbeiter in Guben war. Das war in den 80er Jahren. Der Name ist Angel Lazaro Hernandez Galvez. Außer des Namens habe ich eigentlich keinerlei Informationen. Können Sie mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen? Ich glaube, mit dem Namen werden wir bei uns im Archiv etwas anfangen können. Und ich will Ihnen da nichts versprechen, aber ich glaube schon, dass wir Ihnen da vielleicht weiterhelfen können. Oh, das wäre ja ganz toll. Herr Maro bittet im hauseigenen Archiv um Hilfe. Die Daten aus der damaligen DDR sind noch nicht vollständig digitalisiert. Deshalb muss die Archivleiterin in den alten Meldekarten, die hier im Keller gelagert sind, suchen. So, jetzt müssen wir warten. Okay. Kann die Archivarin hier tatsächlich Informationen über Mikes Vater finden? Ich bin gespannt. Hallo. Guten Tag. Ich habe was gefunden, Herr Maro. Das ist ja nett. Vielen Dank, Frau Leischig, von der ich Ihnen gerade berichtet habe. Hallo, Frau Richter. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Frau Leischig, das sind die Angaben, die wir hier gefunden haben bei uns. Tatsächlich. Angel Lazaro Hernandez Galvez. Wir haben hier auf der Karte sogar die Personenkennzahl und daraus können wir das Geburtsdatum ableiten. 2. Oktober 1953. Das ist sehr gut, denn bisher habe ich kein Geburtsdatum gehabt. Hier sind noch weitere Angaben. Er ist definitiv 1981 ja nach Buna, Merseburg verzogen. Buna, Merseburg. Sagt Ihnen das denn was? Ist das hier in der Gegend? Nein, das ist südlich von Halle, ein großer Chemiestandort. Und ja, seine Ausbildung bei uns im Chemiefaserwerk lässt vermuten, dass er dorthin verzogen ist, um dort seine Tätigkeit als Facharbeiter fortzusetzen oder auszuführen. Also, das liegt sehr nahe. Also da bin ich jetzt um einige Schritte weiter. Ich habe jetzt ein Geburtsdatum und ich weiß, wo er hingezogen ist. Und die Vermutung liegt nahe, dass er dort auch als Chemiearbeiter tätig war. Ganz herzlichen Dank. Hat sich richtig gelohnt, zu Ihnen zu kommen. Bitteschön. Dankeschön. Noch vor Ort beginne ich mit meiner Recherche. Ich will versuchen, in der Region, in die Mikes Vater damals verzogen ist, Folgeunternehmen der damaligen Chemiefabriken zu finden. Vielleicht gibt es dort noch Informationen zu ehemaligen Gastarbeitern aus Kuba.
Ein Pressesprecher einer Chemiefabrik gibt mir dann einen wertvollen Tipp. Fällt Ihnen vielleicht noch irgendein Ansprechpartner ein oder irgendwas anderes? Die Gastarbeiter, die im Buna gearbeitet haben, die Kubaner, die waren in Halle, in der Westbremer Straße. In Halle? Halle Südstadt. Westbremer, dort ein Wohnheim. Westbremer Straße, Halle Süd. Okay, aber damit kann ich ja schon mal weitermachen. Danke, Herr Halliger, Sie haben mir sehr geholfen. Ja? Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und eine gute Suche. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Also, das hört sich doch schon mal gut an. Dann werde ich jetzt mit diesen Informationen versuchen, in Halle irgendwas rauszufinden. Und außerdem habe ich ja jetzt auch das exakte Geburtsdatum von Mikes Vater. Das bedeutet, ich kann meine Kollegin Marité losschicken. Die spricht nämlich perfekt Spanisch und kann in Kuba ihr Glück versuchen. Gesagt, getan. Direkt am nächsten Tag macht sich Marité auf den Weg nach Kuba. Havanna ist die Hauptstadt Kubas und auch Sitz aller wichtigen Behörden und Ämter. Über Havanna kamen im Laufe der Jahre viele tausende sogenannte Vertragsarbeiter aus Kuba im Sinne der sozialistischen Bruderhilfe für eine begrenzte Zeit in die DDR. Einer von ihnen war Mikes Vater. Marité versucht in einer zentralen Behörde Havannas an Informationen über Ángel Lázaro zu kommen. Mit dem korrekten Geburtsdatum sollte das eigentlich möglich sein. Sie hat tatsächlich Glück und die Bediensteten des Amtes versuchen ihr zu helfen. Das dauert aber mehrere Stunden. Und zuletzt bekommt Marité lediglich eine einzige Information. Am selben Tag. Ich bin von Guben etwa 300 Kilometer bis Halle gefahren. Genau hier, in der Westbremer Straße, sollen viele kubanische Vertragsarbeiter gewohnt haben. Ich möchte hier versuchen, Menschen zu finden, die Ángel kannten. Da ist sie, Westbremer Straße. Ich habe jetzt natürlich keine Hausnummer. Ich parke hier erstmal. Kubanische Namen lese ich nicht hier. Ah, da kommt jemand. Entschuldigung, hallo. Darf ich Sie kurz was fragen? Nein, wir kommen miteinander nicht. Dann frage ich die Dame. Ich bin auf der Suche nach einem Kubaner, der hier irgendwo gelebt haben muss. Der Vorname ist Ángel Lázaro. Sagt Ihnen gar nichts. Ich wohne noch nicht allzu lange hier. Alles klar. Dann höre ich mich ein bisschen um. Genau. Ja, vielen Dank. Hallo, ich habe eine Frage. Darf ich Sie kurz stören? Ja, was gibt's denn? Und zwar, oh, ich sehe Sie gar nicht, vor lauter Geranien. Ich suche einen vermissten kubanischen Vater. Der muss hier vor der Wende mal gewohnt haben. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin erst 2004 Jahre her jetzt. Wow. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Ich frage mich weiter durch. Doch aus den Antworten der Anwohner kann ich schließen, dass sich nicht mehr viele an die kubanischen Arbeiter, die hier lebten, erinnern können. Bin ich hier überhaupt richtig? Kenne ich auch nicht. Alles klar. Tschüss. Alles Gute. Hallo? Hallo Julia, hier ist Marité. Hallo Marité, wie läuft's in Kuba? Alles gut soweit. Ich war nur noch nicht wirklich so erfolgreich. Das Einzige, was ich rausfinden konnte, ist, dass Ángel Lázaro am 17.03.83 zurück nach Havanna gekommen ist. Das war's dann auch schon. Es gab keine Adresse? Leider nein. Verstehe, ich bin hier auch noch nicht viel weiter. Aber dann versuch doch mal, ob du mit dem Einreisedatum irgendwas rausbekommst. So machen wir's. Alles klar, ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe. Okay. Ciao Julia. Bis bald. Tschüss. Darf ich Sie was fragen? Fragen können Sie, aber ich antworte ist die andere Frage. Das entscheiden Sie natürlich. Ja. Ich bin auf der Suche nach einem vermissten Papa. Ach so. Der aus Kuba stammt. Der Name ist Ángel Lázaro. Wissen Sie, die Kubaner haben alle in der Westbremer Straße, der davon so quer geht, gewohnt. Also damals. Hier um die Ecke erst? Ja, da oben um die Ecke. Daran können Sie sich erinnern, dass da Kubaner waren? Dort haben sie gewohnt, das weiß ich ganz genau. Sehen Sie, jetzt haben Sie mir doch so nett geantwortet. Ich dachte schon, Sie wollten wissen, wen ich wähle. Nein, das ist doch Wahlgeheimnis. Endlich ein kleiner Hinweis, wo in dieser langen Straße kubanische Arbeiter lebten. Vielleicht bin ich ja hier erfolgreicher. Der Vorname ist Ángel Lázaro. Hernández Galvez. Ja, genau.
genau, Galvez, Hernández Galvez. Na? Sie sind Kubaner? Ich bin Kubaner, ja. Ach, oh, sehr gut. Und Sie können sich an ihn erinnern? Ja, ein bisschen, nicht so viel, aber das ist schon lange her. Endlich ein erster Erfolg. Ich erfahre, dass der Mann tatsächlich mit Mikes Vater zusammen im Chemiewerk Buna gearbeitet und hier im Block gelebt hat. Leider kann er nicht sagen, was aus seinem alten Arbeitskollegen geworden ist. Fällt Ihnen sonst noch irgendwas ein? Weil es erinnert sich hier leider niemand an ihn. Das Einzige, was ich weiß, hat er einen guten Freund gehabt hat. Ja? Der heißt Rodrigo. Die waren so wie Brüder, die waren immer zusammen. Ist der denn noch hier, dieser Rodrigo? Nee, der ist nach Kuba auch. Leider. Die sind alle beide zusammengekommen und sind zusammen nach Kuba auch zurückgegangen. Ach, der ist auch mit nach Kuba? Vielleicht ein kleiner Lichtblick? Ich lasse mir von dem netten Paar die Telefonnummer notieren. So habe ich zumindest die Möglichkeit, die beiden zu kontaktieren. Ganz herzlichen Dank. Ja. Ja? Viel Glück bei der Suche. Dankeschön. Glück, ja. Tschüss. Ja, tschüss. Tja, ich komme hier so leider trotzdem nicht weiter, denn mit der Information, dass sein bester Freund Rodrigo hieß, kann ich ja jetzt so auch nichts anfangen. Außerdem fängt es auch noch an zu regnen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Am nächsten Tag in Kuba. Marité versucht, mit der Information über den genauen Rückreisetag Angels weiterzukommen. Am internationalen Flughafen von Havanna versucht sie ihr Glück. Vielleicht existieren hier noch alte Passagierlisten mit Angaben zu den Fluggästen. Hola, buenas. Guten Tag. Guten Tag. Necesito su ayuda. Es un poco complicado. Ich brauche Ihre Hilfe. Es ist ein wenig kompliziert. Wer könnte mir bezüglich alter Passagierlisten aus den 80er Jahren weiterhelfen? Das ist gar nicht so einfach. Da gehen Sie am besten mal zur Flughafenverwaltung in der Halle B. Die können Ihnen vielleicht weiterhelfen. Das ist hier gleich um die Ecke. Vielen Dank. Noch einen schönen Tag. Gleichfalls. In Halle B befinden sich die Büros der Fluggesellschaften und die Verwaltung. Hier könnte Marité vielleicht mehr erfahren. Hallo? Entschuldigen Sie die Störung. Ja, bitte? Kann ich bei Ihnen Informationen zu alten Passagierlisten erhalten? Da sind Sie hier richtig. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Das hoffe ich sehr. Ich bin auf der Suche nach einer Person. Der Name dieser Person ist Ángel Lázaro Hernández Galvez. Marité erklärt der Angestellten aus der Verwaltung, dass sie einen kubanischen Vater sucht, der genau am 17.03.1983 nach Havanna heimgekehrt ist. Das wird nicht leicht. Seit 1983 ist sehr viel Zeit vergangen. Ich müsste erst einmal mit einigen Leuten telefonieren. Das kann aber einige Zeit dauern. Wie lange ungefähr? Wenn Sie Zeit haben, können Sie 1-2 Stunden oben in der Cafeteria warten. Auf beiden Seiten gibt es dort eine. Da könnten Sie auf mich warten. Alles klar. Es ist wirklich wichtig, dass wir diesen vermissten Vater finden. Vielen Dank und bis später. Bis nachher. Ein kleiner Erfolg. Zumindest versucht die freundliche Frau zu helfen. Doch Marité muss sich erst einmal in Geduld üben. Tatsächlich dauert die Recherche nach einer möglicherweise vorhandenen Passagierliste etwas länger. Nach über 2 Stunden hat die Warterei ein Ende. Hola. Haben Sie etwas finden können? Ja, ich habe gute Nachrichten. Ja? Was denn? Ich habe tatsächlich eine Passagierliste gefunden. Ah, mira. Okay, a ver. Da ist er ja. Sehr gut. Ángel Lázaro Hernández Galvez. Okay. Haben Sie noch irgendwelche andere Informationen für mich? Leider ist das alles, was ich finden konnte. Es gibt keine Adresse, nichts? Nein, tut mir leid, das ist leider alles. Gut, mal sehen, was ich mit dieser Liste anfangen kann. Aber erstmal ganz vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls ich weitere Hilfe brauche, melde ich mich. Machen Sie das. Vielen Dank. Gern geschehen. Tatsächlich existiert noch eine Passagierliste. Doch leider erfüllt sich Marités Hoffnung nicht, dass dort auch eine Adresse Anches verzeichnet ist. Sie fotografiert die Liste ab und lässt sie mir zukommen. Mehr kann sie hier gerade nicht tun. Am nächsten Morgen in meinem Hotel. Ich habe die Nachricht von Marité erhalten. Leider scheint dies auch noch nicht der Durchbruch zu sein. Aber trotzdem schaue ich mir die Liste ganz genau an. Und dann plötzlich mache ich eine merkwürdige Entdeckung.
Also hier auf der Passagierliste ist mir etwas aufgefallen. Genau auf dem Platz neben Angel saß ein Moreno Correa Rodrigo. Und Rodrigo war doch angeblich der beste Freund von Anche. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein ganz komischer Zufall ist, aber ich kann das nicht außer Acht lassen. Ich werde auf jeden Fall Marité bitten, nach diesem Namen zu recherchieren. Geht's? Ja, alles super. Da ich wusste, dass dieser Rodrigo eben sein bester Freund sein soll, habe ich Marité gebeten, nach diesem Namen zu recherchieren. Und zu diesem Namen, zu diesem Rodrigo, hat sie tatsächlich in Kuba eine Adresse herausgefunden. Und da ist sie hingefahren. Das gucken wir uns an, okay? Gerne. Okay. Im Westen der kubanischen Hauptstadt macht sich Marité auf die Suche. Hola. Prima, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ah. Danke, gracias, igualmente. Entschuldigen Sie, ich suche folgende Adresse. Straße 27, Haus Nummer 82. Ist das hier die 27? Lassen Sie mich überlegen. Ach, da steht's ja. Ja, das ist die Straße 27. Okay. Super, danke schön. Tschüss. Adios. Da ist die 82. Perfekt. Das ist keine Klingel. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich suche eine Person, die in der Hausnummer 82 wohnen soll. Können Sie mir sagen, wer da lebt? Wen suchen Sie denn? Rodrigo. Rodrigo. Da sind Sie ja richtig. Echt? Aber das ist doch eine Cafeteria. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier jemand lebt. Hier vorne ist es eine Cafeteria, aber hinten ist es ein Wohnhaus. Ah, ich verstehe. Und der Mann heißt Rodrigo Moreno Correa? Ja. Dürfte ich mal mit ihm sprechen? Ich sehe mal nach ihm. Danke. Gracias. Hier will dich jemand sprechen. Ich komme. Er kommt sofort. Dankeschön. Hallo? Guten Tag. Sie suchen jemanden? Ich suche einen Rodrigo Moreno Correa. Sind Sie das? Ja. Freut mich. Ich heiße Marité. Ich muss mit Ihnen sprechen, da ich auf der Suche nach jemandem bin. Er heißt Angel Lázaro Hernández Galvez. Sagt Ihnen der Name etwas? Ja, den kenne ich. Das ist ein Freund von mir. Tatsächlich? Wir haben damals in der DDR zusammengearbeitet. Das ist toll. Worum geht's denn überhaupt? Muss ich mir Sorgen machen? Es soll eine Überraschung sein. Es ist sehr privat und ich würde es ihm sehr gerne persönlich erklären. Ah, verstehe. Kein Problem. Soll ich Ihnen seine Adresse geben? Das wäre großartig. Können Sie mir die aufschreiben? Einen Augenblick bitte. Vielen Dank. Gracias. Bitte schön. Unter dieser Adresse kann ich ihn finden? Calle Roosevelt? Alles klar. Aber verraten Sie ihm bitte nichts. Es ist eine Überraschung. Mach ich nicht. Ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie, Rodrigo. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Also er lebt. Marité hat die Adresse bekommen und hat sich sofort auf den Weg gemacht. Super, danke. Nichts zu tun. Wir gucken weiter, okay? Marité sucht die Adresse von Mikes Vater in der Calle Roosevelt. Entschuldigung, ist hier irgendwo das Haus Nummer 20? Ja, 4-5 Häuser weiter links. Super, vielen Dank. Guten Tag, entschuldigen Sie, ist das hier die Nummer 20? Ja. Sind Sie dann Angel Lázaro Hernández Galvez? Der bin ich. Ah,
Das freut mich sehr. Ich komme aus Deutschland und ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Haben Sie noch irgendeine Verbindung nach Deutschland? Ich habe einen Sohn dort. Sein Name ist Mike. Genau deswegen bin ich hier, denn Mike ist auf der Suche nach Ihnen. Ist das eine gute Nachricht für Sie? Ja, und wie? Darf ich Ihnen alles in Ruhe erklären? Natürlich. Darf ich reinkommen? Gerne. Danke. Gut. Saumäßig gut. Saumäßig gut. Saumäßig gut. Er sieht ein bisschen anders aus, wie ich vorhin Fotos kenne. Er sieht sehr jung aus, ja? Dein Papa hat dann seine Geschichte erzählt. Und das zeige ich dir. Ich sage euch jetzt schon mal ein Danke. Ich bin 1978 als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, um mich dort weiterzubilden. 1979 habe ich dann Cornelia in einem Tanzlokal kennengelernt. Ich habe sie gesehen und mich sofort unsterblich in sie verliebt. Und dann sind wir zusammengekommen. Der Höhepunkt unserer Beziehung war die Geburt unseres Sohnes Mike. Seine Geburt war das größte Geschenk für mich. Bei seiner Geburt war ich gerade bei der Arbeit. Ich bin sofort auf mein Fahrrad gesprungen und bin zum Krankenhaus gefahren. Ich wollte unbedingt noch Blumen kaufen, aber die Läden hatten schon geschlossen. Ich bin dann in einen fremden Garten geschlichen und habe ganz viele Blumen gepflückt. Es sah katastrophal aus, aber ich konnte doch nicht mit leeren Händen zu meiner Frau kommen. Als ich im Krankenhaus ankam, waren alle unglaublich glücklich. Cornelia hat sich sehr über die Blumen gefreut. Eine Krankenschwester sagte grinsend, die Blumen haben sie aber nicht gekauft. Alle haben gelacht und dann sah ich den kleinen Mike in den Armen seiner Mutter. Ich war der glücklichste Mensch der Welt, als ich ihn das erste Mal in meinen Armen hielt. Leider blieb mir nicht viel Zeit mit ihm. Ich sollte auf einmal Deutschland verlassen, weil meine Arbeitserlaubnis abgelaufen war. 1983 schickten sie mich schließlich zurück nach Kuba. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe immer wieder versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ich habe ehemalige Kollegen vor Ort gebeten, mir zu helfen, leider ohne Ergebnis. Seitdem sind so viele Jahre vergangen. Ich habe mich irgendwann damit abfinden müssen, ihn niemals wiederzusehen. Jetzt, wo ich weiß, dass Mike mich sucht, könnte ich weinen wie ein kleines Kind. Mit diesem Glück habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Heute lebe ich alleine in einem Vorort von Havanna. Ich führe ein ruhiges und bescheidenes Leben, bin aber dennoch glücklich. Ich arbeite als Schreiner in einer staatlichen Einrichtung. Dort habe ich großartige Kollegen und Freunde. Wir spielen gemeinsam Domino und Karten und haben eine gute Zeit zusammen. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass das Ganze hier gerade passiert. Wirklich niemals. Ich möchte ihn so unglaublich gerne mal sehen. Er ist jetzt ein erwachsener Mann. Es fühlt sich gerade so an, als ob ich träumen würde. Aber ich möchte nicht aufwachen, bevor ich ihn gesehen habe. Gott beschütze dich, mein Sohn. Hallo, Mike. Hier ist dein Vater. Dein Vater, der dich immer geliebt hat und dem du die größte Freude gemacht hast, die ein Vater nur empfinden kann.
Hijo mio. Mein Sohn. Te amo, tú no puedes imaginar. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Te mando mucho beso, mucho, mucho beso. Ich sende dir 1000 Küsse und Umarmungen. Ich liebe dich. So einen tollen Papa hast du. Darauf habe ich so lange gewartet. Ich finde, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ihr beiden euch ganz schnell seht. Und deswegen haben wir beide jetzt einen wichtigen Termin am Flughafen. Denn da kommt jetzt ein Flieger aus Kuba. Nein. Doch. Nein, nein. Echt jetzt? Ja. Echt? Ja, echt. Ich würde gern mit dir deinen Papa am Flughafen. Jetzt? Jetzt. Wirklich? Ja, wirklich. Oh Mann. Oh Scheiße. Du hast gesagt, es mit Aufregung geht gleich zu Ende. Wollen wir gehen? Auf jeden Fall. Ja. Dankeschön. Wirklich herzlichen, herzlichen Dank. Ganz gerne. Ich mache mich mit Mike auf den Weg zum Flughafen Schönefeld. In wenigen Minuten soll sein Papa hier landen. Da wird er gleich rauskommen. Als Mike 2 Jahre alt war, musste sein Vater die DDR verlassen. Sein Leben lang vermisste Mike ihn schmerzlich. Heute kehrt Anchel zurück, nach 34 langen Jahren. Das ist dein Papa. Danke dir. Danke dir. Nils. Das ist Mike. Ja. Danke. Du warst lange im Urlaub. Du warst lange im Urlaub, Papa. Das ist fantastisch. Wo ich bin. Ich liebe dich. Ich dich auch. Danke, 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 dass du da bist. Danke auch dir. Hallo. Hallo, ja. Hallo. Oh, ich danke freue mich mal. Sehr. Nichts zu danken. Habt eine ganz, ganz gute Zeit. Danke. Alles, alles Gute danke. Für euch. Mike und Anchel sind überglücklich, sich nach über 3 Jahrzehnten endlich wiederzusehen. Das, was kaum noch möglich schien, ist nun doch Wahrheit geworden. Mike hat seinen Papa zurück.